So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. Es wird so ablaufen, in diesem Video werdet ihr einen Helden aus, oder einen Champion aus League of Legends sehen, wie ich ihn spiele, wie wir gespielt haben, mit ein paar Kollegen zusammengespielt. Meistens wird's pre-made sein, also mit ein paar Leuten, ihr werdet auch immer wieder dieselben Leute sehen. Vielleicht auch in diesem Video, vielleicht auch in einem anderen Video. Die Uploads sind recht unregelmäßig, also beschwert euch nicht. Was ihr gerne machen könnt, ist, ihr könnt mir immer wieder, und das hoffe ich auch, dass ihr es tut, Tipps geben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie ich ihn besser spielen kann und was ich hätte besser machen können. Also, viel Spaß, euer Black Sade. Und damit willkommen beim nächsten Spiel. Wir spielen Mordekaiser, Teleport und Ignite. Wir haben noch im Team eine Orianna, die in die Mitte gehen wird mit Flash und Ignite, ein Zilean mit Teleport und Clarity für den Support von der Sivir mit Teleport und Flash, ein Lee Sin im Jungle mit Flash und Ignite. So, wir werden solo top gehen. Im Gegnerteam eine Ashe mit Flash und Exhaust, Katarina mit Exhaust und Ignite, ein Wukong mit Flash und Ignite, eine Poppy mit Flash und Ignite und ein Pantheon mit Ignite und Exhaust. Ignite, 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 Ignite. Gegner hat 3 Zauber. Naja, okay. Lassen wir das. Mit mir gespielt haben Lobotomew und Antigua Behemoth. Ihn dürftet ihr ja kennen. So, was kann unser kleiner Mordekaiser? Die Passive von Mordekaiser ist Eisenmann. 35% des Schadens, der mit Fähigkeiten verursacht wird, wird in vorübergehendes Schutzschild umgewandelt. Höchstwerte Schildes sind 120 Leben. Das Schild zerfällt jede Sekunde um 3%. Diese Fähigkeit kann gegen Salz nur halb so effektiv. Heißt, Mordekaiser hat keine Mana-Balken. Er hat einen Lebenspunkte-Balken. Hier unten nochmal extra. Zusätzlich zu dem. Der ist aber variabel. So. Ich fange mit einem Doran-Schild an. Einfach nur, um länger oben auf der Lane bleiben zu können. Ich habe einmal eine durchschlagende Keule. Kosten 25 Leben. Also es kostet uns Lebenspunkte, unsere Fähigkeiten. Dabei schwingt Mordekaiser seine Keule und versucht an drei Zielen Schaden. Metallische Luft ist ein... 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ist ein Dot. Damage over time. Den kann man auf sich selber machen oder auf Verbündete oder auf Minions oder sonst was. Macht halt Schaden drumherum. Schutz der Vernichtung sind so, naja, ist so ein Kegel, den man hinsetzen kann und der macht auch Schaden. Die Ulti ist Sklaverei des Todes und zwar zieht es dem Gegner Leben ab. 24% seines Lebens. Und die anderen Hälfte, also die Hälfte, 12% werden direkt gestohlen und 12% werden mit binnen 10 Sekunden weggezogen. Und naja, man hält halt 30 Sekunden lang einen Sklaven, der halt so ein Geist, der halt mit einem rumläuft. Ist sehr, sehr praktisch. Dafür muss man den aber, den Gegner damit diesen 24% Lebenraub töten. So. Wir helfen dem ein bisschen bei Blue. Also ich habe nur gedeckt. Hier oben die Orianna hat geholfen. Orianna in der Mitte gegen Katarina. Ich oben gegen Ashe und Ding, das ist ziemlich ekelhaft. Das kostet mich nämlich schon fast das Leben. Ich darf direkt zurückgehen. Pantheon und Ashe, beide aggressiv, beide Range. Ziemlich ätzend, finde ich. Was? Naja, ich durfte zurück. Durfte mir Leben holen. Darf die Leben hier regen. Und hab mich dann nach vorne teleportiert. Damit ich eben nicht allzu viele Erfahrungspunkte verliere. Hier müsstet ihr jetzt gleich den Kegel sehen. Da sind die Lebenspunkte. Da kommt das Ignite von mir. Um den Pantheon etwas vom Tower wegzutreiben. So, als zweites mache ich die Keule, damit ich Damage machen kann. Und ja. Beide schweinisch aggressiv. Und ein Poppy und Wukong. Gegen halt Sivir und den kleinen Zilean.
Sorry dafür. Ich muss hier oben nur aufpassen, dass ich die ein bisschen vom Tower weggehen kann. Und naja, dann sollte das Ganze auch laufen. Ich fange halt mit dem Schutz der Vernichtung an, mache dann die Keule und dann die metallische Luft, damit ich hier dort setzen kann. Der war aber gerade ziemlich daneben. So, 25 Leben, 26 Leben, 24 Leben. Also wir zahlen halt mit Leben. Unsere Skills. Außer die Ulti. Die Ulti müssen wir nicht mit Skills bezahlen. Ich muss mir halt möglichst hier viele Lebenspunkte halt immer wieder reinholen. Damit ich möglichst viele... viel Leben noch nebenbei habe. Da Pantheon und Ashe nun mal wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv sind. Ich muss hier oben einfach nur auf den Gank hoffen von Lee Sin. Der Lee Sin übrigens in diesem Spiel uns praktisch das Spiel carried und nur durch ihn haben wir praktisch gewonnen. Die Gegner werden auch in diesem Spiel relativ früh aufgeben. So, da kommt der Lee Sin. Ich gehe nach vorne. Werde betäubt. Kann aber hier noch ein bisschen helfen. Und kann hier noch einen Kill klauen. So. Damit steht es 4-2. Ich stehe 1-0. Sehr, sehr praktisch. So. Den Dot, diesen metallischen Luft, mache ich mal als erstes. Ach nur, weil es unglaublich viel Schaden drücken kann. Das ist recht schön. Es kann einem helfen beim Abhauen, beim Nahrangehen, beim sonst was. So. Hier hätte ich mir kurz überlegt zurückzugehen, aber habe es dann doch gelassen. Im Nachhinein werdet ihr gleich sehen, hätte ich es besser tun sollen. Der Pantheon Brett. Ich bin Level 5. Hab halt einen großen Vorteil mir rausgeholt mittlerweile. Da kommt der Pantheon. Ist mein Ignite drauf. Da kommt der Flash von der Ash. Beide zusammen. Für mich praktisch nicht zu halten. Naja. Mordekaiser überlebt halt dadurch, dass er seine Fähigkeiten einsetzen kann und deshalb sein Lebensschutzschild hier kriegt. Nee. Kann natürlich übel laufen, wenn man zum Beispiel einen Rammus im Gegnerteam hat. Weil der Rammus tauntet, ab dann kann man nur noch Auto-Attacken. Ab dann ist es ziemlich eklig. Und ja. Mein Tower oben halb down. Ziemlich doof. Lee Sin, Level 5, kommt hier auf die Lane. Und hält ein bisschen. Während ich dann nach vorne laufen bin. So. Ich bin jetzt Level 6, hab damit meine Ulti. Der Lee Sin stellt sich hier gleich direkt für den Gank bereit. Das macht er sehr, sehr gut. Also wie gesagt, also der Lee Sin wird uns in diesem Spiel wirklich das Spiel carryen. Ohne ihn hätten wir verloren. Ich ziehe mich hier ein Stück zurück. Halt dann wieder gegen. Die Ulti kommt drauf. Die Sim versaut hier leider seinen Wurf. Haut aber hier den noch raus. Ashe kommt hier an. Kann aber nicht viel machen. Gegen zwei Gegner, mal so hätte sie lang zurückgehen sollen. Ist noch Level 5, hat deswegen auch noch keine Ulti. Gut. Mit Mordekaiser. Mordekaisers Fähigkeiten basieren eigentlich fast ausschließlich, bis auf die Axt, die er hier am Rumschleudern ist, auf AP. Das heißt wiederum, man holt sich sehr, sehr viel AP mit ihm.
Quillers Zepter, sehr, sehr schönes Item für ihn. Tut sich unglaublich gut auf ihm. Das ist auch hier, glaube ich, das, was ich hier als erstes baue, nachdem ich mir noch Schuhe und halt Doran Schild geholt habe. Doran Schild einfach nur aus dem Grund heraus, um halt wirklich eine, ein bisschen Verteidigung zu haben und vor allem einen Lebensreck zu haben. Pantheon war kurz oben. Der Blue wurde hier an die Orianna gegeben. Unten Zilean und Sivir. Und ist ja auch ein ganz guter Job. Hier steht 5-3. Ich sag hier Bescheid, weil mir fehlt die Ashe. Also die Ashe hier. Wie man hier sehen kann, also der Dodge macht schon wirklich üblen Schaden. Echt übel. Er ist mittlerweile auch Level 6. Das heißt wiederum, sie kann den Pfeil machen. Hat mittlerweile auch anscheinend dazu gelernt. Ich meine, auch wenn sie jetzt nicht großartig warden. Was sie eigentlich tun sollten bei so einem Lissin. Der Dot, einfach unglaublich, wie heftig der ist. Also ich finde ihn sehr, sehr gut. Kurz angepusht. Er steht hier bereit. Pantheon ist miss. Ein Verbündeter wurde getötet. Hier wurde die Katharina. Hat die Katharina die Orianna getötet. Aber. Den kommt nicht ganz dran. Unten wurde der Zilean von den beiden rausgechased und getötet. Pantheon ist miss. Wobei Pantheon gerade in die Mitte gesprungen ist, anscheinend. Um die Katharina abzulösen. Während ich mich weiter oben lustig mit der Ash prügel. Von Items her ein anderes Team. Zilean hier mit zwei Dorans Ringen. Okay, kann man machen. Spielt, soweit ich weiß, spielt er ihn eh nie auf Supporter, deswegen. Sonst annehmbar. Die Orianna hier mit einem Katalysator und Schuhen. Sivir, auch normaler Sivir-Bild. Katharina bisher wieder Packfeld. Pantheon, ich weiß nicht, was Pantheon da tut. Also, das ist kein normales Pantheon-Bild, finde ich nicht. Also. Man kann verschiedene Champs auch anders spielen, aber das, was Pantheon da macht, finde ich persönlich ziemlich dämlich. Da wollte ich jetzt erst schreiben, nicht A. Ich könnte ja auch mal die Tastatur gucken. SS und A, A liegt ganz nah beieinander. So. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so weit zurückziehe. War der Pantheon wieder da? Ich meine mich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich so zurückgezogen habe. Der Pantheon war da. Macht da anscheinend einen Moment auf Jungler. Oder versucht es zumindest. Wahrscheinlich gleich Stil. Egal, bleiben wir bei unserem Mordekaiser. Der natürlich ein schweres Leben gegen Ash hat. So. Pantheon hat auch ein seltsames Bild. Also, ich weiß nicht. Komisch. Sehr, sehr komisch. Im Endeffekt ist es im Moment nicht viel anderes als pures Gefarming von beiden. Wobei die Ash, glaube ich, von
Tellis. Yep. Ein wenig. Trostlosigkeit. Gut. Achtung. Ich hätte mich oben in die Ash, das ist absolut eklig. Das Derbste. Euer Team hat einen Turm zerstört. Unten, die haben gepusht. Pangeon ist jetzt unten. Also, der scheint nicht ganz so zu wissen, was er tut. Er ist hier wahrscheinlich geworden. Ich bin hier ein Stück zu weit rausgegangen. Und komme ja auch nicht mehr von der Ash weg. Hätte mich hier kurz umdrehen sollen und zumindest genau Ignite draufsetzen sollen. Und so haben wir beide unseren Tod. Gut, ich hole mir hier die Zauberstrungenschuhe und jetzt müsste ich mir noch die Leben holen. Ulti von dem kleinen Wukong. Der hier glaubt, die Tiger was ausrichten zu können. Genau, hier Gürtel des Riesen, damit ich mir eben aus den beiden Items plus noch ein Item dann Realize Kristall Zepter machen kann. Mittlerweile bin ich auch dazu übergegangen, hier mir Kages Glücksdolch noch mitzuholen, einfach nur um Geld dabei zu haben. Builds verändern sich. Aber okay. Dann Level 11, Ulti Stufe 2. Damit jetzt schon 29% der Leben weg. Hier weiß ich nicht ganz genau, was die Ash hier so am Treiben ist. Also, sehr, sehr komisch, was sie hier tut. Auf der Pantheon-Marsch. Pantheon Level 7. Mit noch komischeren Items für den Pantheon. Aber hier noch mit Katharina dabei. Zu dritt hätte ich keine Chance gehabt. So oder so nicht. Was Katharina jetzt hier so genau tut, so durchrennen und so, ist es dämlich. Also wirklich sehr, sehr dämlich. Gegner wurde getötet. Orianna tötet Poppy, die anscheinend in der Mitte war. Hier die beiden pushen noch ein bisschen. Sind damit beim zweiten Tower. Da kommt der Ding angesprungen und die beiden rennen. Orianna kriegt wieder Blut zugesprochen. Ich warte gerade noch. Sollte eigentlich jetzt gerade die 10 Gold hätte ich jetzt noch warten können oder nicht? 10 Gold, 4 Gold, 3 Gold. Naja, egal. Wurscht. Ich stehe mittlerweile 232. Zillian 031. Aviana 222. Lee Sin 601. Und CB 101. Ein Verbündeter. Hier Katharina, natürlich eine reine Killing-Maschine. Mittel natürlich durch Teamfight, aber naja, also das dürfte fast schon gewesen sein. Welche Zin? Naja, wurscht. Da kommt die Ash, da kommt der Lichtbaum. Genau, das war das Spiel, wo ich die GBM auch so viele Probleme hatte. Ich war hier echt hell gesessen. Aber naja, du hast passiert. Sowas passiert. Gut. Cillian hier mit einem kleinen Disconnect, da ist der PC leicht überlastet.
Cool. Ich bin nicht rausgelaufen, das war sehr doof. Einfach hier warten. Weil hier zweimal der Teleport kommt. Und das auch hier. Viel ausmacht. So. Bisher 14-10. Oh, Bottom Lane ist fast durchgepusht. Da kann man nicht mehr so viel machen. Was mit Mordekai natürlich auch ein sehr schönes Item ist, ist, ich kann es euch zeigen, hier, Griff der Todesfee. Deswegen hole ich mir mittlerweile auch den Karges Glücksdolch, um mir hier noch die coolen Sachen zu holen und noch Schaden zu machen. Also um Leben abzuziehen, das ist sehr schön. Hier mit 16 Leben überlebt, das ist unglaublich gewesen. Also da hätte ich eigentlich tot sein müssen. Oh ja. Passiert. Hier legen wir den Tower und damit sind die Gegner. 3 Tower im Rückstand. 6 Kills im Rückstand. So. Wie gesagt, hier schön für Ding vorbereitet, für Rülais. Und hier Deathfire Grip. Normalerweise mittlerweile mein Item, was ich da mitnehme. So, ansonsten von Items her. Orianna mit dem Stab der Zeitalter und Death Boots. Ionische Stiefel für den Silean. Lee Sin, hier mit, auch schon mit der Warbox. Bei 90 20 Minuten. Sie wie es da durchgehen. Was Pantheon hier treibt, weiß ich echt nicht. Poppy macht auch ein ziemlich seltsames Bild. Wukong macht pure Damage. Katharina hier auch, naja, geht so. Und Ash. Ash spielt normal. Also Ash spielt wirklich noch normal. Jo. Die Chance, die wir da nicht haben. Hier hat der Silian sich selber noch schnell gerettet. Ich lege mich oben in der Zeit mit Poppy an. Die mit Ignite und meiner Ulti nicht wirklich so viele Chancen hat. Ich würde euch ja jetzt gerne den Ghoul zeigen, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Hier muss ich leider aus dem Tower raus, sonst tötet mich der Tower. Da kommt ein bisschen und sollte das theoretisch beenden. Genau. Der Ether gibt auf. Das war mein Beitrag für Mordekaiser. Gewonnen. Gewonnen. Ich warte kurz die Musik ab, dann kann ich euch nicht mein Bild erzählen. So, also, für Mordekaiser spiele ich halt mit Durans Schild, danach die Zauberdichtungsschuhe, Rülais Kristallzepter, Deathfire Grab. Danach gehe ich meistens noch hin und hole mir sowas in der Richtung wie das Stundenglas oder Rülais, nein, nicht Rülais, ja, Rabadons Death Cape, also die Todeshaube, sowas in der Richtung, um halt noch mehr Schaden zu machen. Das war's für dieses Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Blacksea, ciao, ciao.